Ruffy hatte auf seiner Reise schon einige starke Gegner, jedoch haben wir uns als Fans schon oft gefragt, was wäre, wenn diese Gegner mal gegeneinander in einem All-Out-Kampf antreten. Jedoch wird dies Oda wohl wahrscheinlich nie beantworten. Deshalb haben wir die Fanmangas und dieser Fanmanga, den ich euch heute vorstellen werde, befasst sich genau mit solch einem Thema. Auf der Insel Dressrosa, um genau zu sein, im Palast, hören wir das Klingeln einer Teleschnecke und anschließend gibt es dann das Gespräch zwischen Doflamingo und Kaido und Kaido erteilt in diesem Zeitpunkt Doflamingo einen Befehl und Doflamingo versucht sich diesem Befehl zu widersetzen. Jedoch droht Kaido Doflamingo mit dem Untergang von Dressrosa und Doflamingo willigt diesen Befehl ein. Jedoch ist er schockiert darüber, dass es anscheinend um Whole Cake Island geht. Im Palast wird nach dem Meister Doflamingo gesucht, aber dieser ist schon längst fort und auf dem Weg nach Whole Cake Island und ist sauer darüber, dass Kaido ihn dazu gezwungen hat. Es gibt einen Szenenwechsel zum Training mit Rayleigh und Ruffy und wir bekommen mit, dass dieses Szenario dann stattfindet, wo der Timeskip gerade erst ein Jahr alt ist. In der Welt von One Piece herrscht eine große Unruhe, denn sie haben erfahren, dass Kaido Big Mom eine Kriegserklärung gemacht hat und aktuell ihr Territorium Whole Cake Island angreift. Die Menschen glauben, dass das System der vier Kaiser nun sein Ende findet und dann gibt es den Wechsel zum Marinehauptquartier in der neuen Welt. Sie sind alle überrascht darüber, dass es zum Kampf zwischen Big Mom und Kaido kommt. Wir sehen zum Beispiel auch Isho als Vizeadmiral und dann gibt es auch den Wechsel zu Kizaru und Akainu, wo Kizaru Akainu wie typisch fragt, machen wir denn etwas dagegen? Aber Akainu antwortet, wir lassen die beiden Armeen gegeneinander kämpfen und hoffen auf das Beste für uns. Währenddessen ist Whole Cake Island zu einem Schlachtfeld geworden, wo die besten Piraten gegen die Big Mom Piraten kämpfen. Es ist so, dass sich jeder fragt, wo Big Mom gerade steckt und wir finden heraus, dass sie gerade zur Westküste auf ist, um gegen Kaido in einem 1 gegen 1 zu kämpfen und die Leute fragen sich, wieso hat sie dies getan, ist es nicht zu gefährlich, dann wird nur geantwortet, sie ist aber die einzige, die es hier gerade mit Kaido aufnehmen kann. Wir bekommen die Pleasures zu sehen, die gerade die feindlichen Linien durchbrechen und auch die Big Mom Piraten, die dies versuchen zu verhindern, aber die Zivilisten sind die, die am meisten leiden, denn die sind gerade nur am Flüchten und versuchen ihr Leben zu beschützen. Wir sehen ebenfalls die Gifters von Kaido, die gerade dabei sind, die Big Mom Piraten anzugreifen. Wir sehen zum Beispiel Wolfman, der sofort von der Big Mom Piratenbande ausgeschalten wird, denn sie lässt sich das natürlich nicht einfach gefallen und schlägt zurück, um ihr Territorium zu beschützen. Die Gifters sind gerade dabei, gegen die etwas stärkeren Gegner der Big Mom Piratenbande zu kämpfen und es ist so, dass die Machtverhältnisse immer wieder mal kippen und es sieht so aus, als würden die besten Piraten ein bisschen zurückgeschlagen werden und genau in diesem Moment taucht kein geringerer auf als Jack, welcher die Big Mom Piraten erstmal angreift. Wir sehen Zivilisten auf dem Boden, die darum betteln, dass Jack sie nicht umbringt, aber Jack nimmt dieses Angebot nicht an und greift sie trotzdem an und im letzten Moment kommt Oven mit seiner Faust und wehrt den Rüssel von Jack ab. Die Zivilisten freuen sich darüber, dass Oven ihr Leben gerettet hat und dieser warnt sie davor, dass sie wirklich sehr gefährlich ist und sie am besten abhauen sollten. Er bemerkt, dass vor ihm einer der drei Katastrophen Jack steht und ist natürlich schockiert darüber, denn dieser ist böse auf ihn, da dieser ihn halt aufgehalten hat. Und er sagt ihm dennoch, auch wenn du halt eine sehr, sehr große Streitmacht hinter dir hast, werde ich dennoch diese Insel beschützen mit meinem Leben, denn das ist unsere Heimat. Jack verwandelt sich zurück in seine Menschform und seine Mitstreiter sind natürlich alle sehr motiviert, jetzt den Kampf anzutreten. Jack sagt Oven, dass dieser anscheinend viel schwächer ist als er selbst und er dies weiß, jedoch ist es Oven recht egal, denn dieser will unbedingt sein Land beschützen. Innerhalb des Schlosses in Whole Cake Island hören wir Montor, wie er gerade mit Amande redet über die Unterstützung, die sie angefordert hat. Auch erfahren wir von Montor, wie die Kämpfe aktuell so stattfinden und zwar kämpft Smoothie aktuell gegen Queen und Snack und Cracker haben sich zusammengetan, um gegen King zu kämpfen. Es ist auch so, dass wie gesagt Mama, also Big Mom, gegen Kaido kämpft auf der Westküste. Es tritt die Frage auf, wo sich aktuell Katakuri befindet und Pedos Pedo meldet ein Problem an Montour und beide sind schockiert darüber, wo sich aktuell Katakuri befinden konnte, denn Jack läuft amok und Oven ist der einzige, der ihn gerade versucht aufzuhalten, denn in dieser Situation würde ein Katakuri wirklich sehr gut tun. Aber
Pedospedo macht auf etwas sehr Wichtiges aufmerksam. Wenn Katakuri weg ist, dann muss es irgendeinen wichtigen Grund geben oder eine Gefahr geben, die noch viel größer ist als die von Jack. Es gibt einen Szenenwechsel in die Spiegelwelt und wir sehen Katakuri, welcher überrascht darüber ist, dass die Person vor ihm wusste, dass überhaupt solch ein Ort existiert. Bulle ist kollabiert und am Boden und Katakuri fragt sich, was ist der wahre Wert eines Mannes? Ist es sein Kopfgeld? Ist es seine Stärke? Was macht den Wert eines Mannes in einem Kampf aus? Und Doflamingo steht vor ihm und sagt, ein Mann hat keinen Wert. Und Katakuri blickt sehr ernst und sagt, ich sehe es. Katakuri fragt Doflamingo, was er hier tut und dieser sagt zu Katakuri, er soll ihn nicht falsch verstehen, denn Kaido hat ihn dazu gebracht, hier hinzukommen und gegen Big Mom zu kämpfen. Katakuri versteht sofort, was gemeint ist und er sagt Brûlé, die gerade erst wieder wach geworden ist, dass sie sich verziehen soll, denn ansonsten kann er nicht frei kämpfen. Katakuri sagt Doflamingo, dass er eine sehr große Gefahr für das Land ist und er ihn sofort beseitigen muss, aber Doflamingo antwortet ihm, dass er dies nicht persönlich nehmen sollte, denn es ist nur eine Art Business für ihn. Danach freut er sich darüber, dass ein Yonko-Commander vor ihm steht und freut sich auf den ganzen Spaß, den er im Kampf gegen ihn haben wird. Katakuri zögert nicht lange und greift Doflamingo sofort an, aber wie erwartet kann er diesen Angriff ohne Probleme ausweichen und setzt selber zum Angriff an und zwar setzt er die Fähigkeit Black Knight Ito an und greift sofort Katakuri an. Dieser kann diesen Angriff auch ausweichen, dank seines großen Observationshakis, welcher von Doflamingo beneidet wird. Mit verschiedenen Attacken greift Doflamingo weiterhin Katakuri an, jedoch kann er diesen nicht treffen, aber irgendwann reicht es auch Katakuri, denn dieser setzt dann selbst zum Angriff an mit seinem Block Moji, aber diesen Angriffen kann dann Doflamingo auch ausweichen, jedoch bekommt er einen Kratzer an der Wange. Katakuri sagt zu Doflamingo, wenn du nichts besseres als das drauf hast, kannst du mich niemals berühren und Doflamingo sagt, ich glaube, ich habe genau das Richtige dafür, um dich zu besiegen. In der Mitte von Hookage Island gibt es den Kampf zwischen Big Mom und Kaido und die Untertanen wissen, dass dieser Kampf komplett eskalieren wird. Big Mom rastet aus und setzt Zeus und Prometheus ein im Kampf gegen Kaido. Sie stehen sich gegenüber und provozieren sich gegenseitig und Kaido fällt auch auf diese Provokation rein und es gibt dann einen Clash zwischen Big Mom und Kaido, nachdem Big Mom gesagt hat, dass sie Kaido auf jeden Fall nicht leben lassen wird heute. Der Clash sorgt dafür, dass viele Leute ohnmächtig werden wegen dem freigesetzten Königshaki. Zurück in der Spiegelwelt sehen wir Katakuri, welcher einen Klon von Doflamingo zerstört und ihn sagt, das wird nichts bringen, du kannst immer wieder einen Klon erstellen, ja, aber ich werde ihn zerstören. Doflamingo sagt, für ihn ist das alles nur Spaß und er grinst, aber Katakuri wird sauer und sagt, unterschätze mich lieber nicht, ich gebe nicht mal die Hälfte meiner Power. Daraufhin folgt von Katakuri eine Attacke namens Grilled Moji, welche auch Doflamingo trifft. Hinter dieser Attacke steckte eine gewisse Wucht hinter, welche Doflamingo zu schaffen machte und er so weit flog, dass man es gar nicht erst erwartet hätte. Doflamingo spuckt blutend, hat Blut im Gesicht und sagt, du willst also dreckig spielen? Na gut. Katakuri sagt, in die Zukunft zu sehen ist keine Magie, es ist nur die Fähigkeit weiterzusehen als der Gegner. Anscheinend wurden Doflamingos inneren Organe ebenfalls verletzt und er versucht diese zu flicken mit seiner Fadenfrucht, genauso wie bei Lore, als er nachdem er vom Gamma Knife getroffen wurde, versucht er sich zu flicken. Katakuri ist natürlich wieder mal beeindruckt von dieser Aktion, jedoch fragt er sich, was die Aktionen von Doflamingo in Zukunft noch bringen sollen und Doflamingo ist sehr optimistisch und sagt, du wirst es noch sehen. Er setzt die Attacke Tamaito an, welche natürlich wieder durch Katakuri geht, da es ihn einfach nicht trifft und im nächsten Zug lacht dann einfach mal Doflamingo und tritt Katakuri und trifft ihn. Katakuri ist überrascht darüber, dass er getroffen wurde und anfängt zu bluten. Es ist so, dass Doflamingo erreichen wollte, dass Katakuri aus der Ruhe gerät und dies hat er auch erreicht, denn es ist wirklich sehr wichtig, weil Katakuri die Zukunft sieht, muss er sich die ganze Zeit konzentrieren und wenn die Konzentration nachlässt, weil er irgendwie abgelenkt wird, dann lässt sie nach und er ist nicht mehr in der Lage dazu, in die Zukunft zu sehen. Katakuri findet schnell heraus, woran es gelegen hat, dass Doflamingo ihn treffen könnte und zwar liegt es daran, dass Doflamingo mit seiner Frucht auch Personen kontrollieren kann, wie er es zum Beispiel auf Marineford mit Josu gemacht hat und ihn dazu gezwungen hat, gegen Crocodile zu kämpfen. Doflamingo und Katakuri stehen sich gegenüber und schauen sich an. Doflamingo sagt wirklich was sehr Interessantes und zwar fühl dich nicht besonders, weil du in die Zukunft schauen kannst, denn der einzige Meister der Zukunft
Universum ist der, der auch die Gegenwart verändert. Und zwar trifft es auch zu unserer Zeit zu, wenn man hier nicht die Gegenwart ändert für sich selbst, dann wird die Zukunft für einen immer dieselbe bleiben. Wird Katakuri seine Konzentration wieder erlangen und wie verläuft der Angriff auf Whole-Cake Island? Wer entscheidet die Zukunft zu seinen Gunsten, Katakuri oder Doflamingo? Das und mehr im nächsten Teil. Wer Katakuri unterstützen will, seine Konzentration wieder zu erlangen, kann in die Kommentare Hashtag Katakuri schreiben und wenn ihr dies 100 Mal tut, gibt es den nächsten Teil umso schneller, Leute. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, wisst ihr ja, was zu tun ist, die Glocke aktivieren, das ist auf jeden Fall der richtige Weg zum Ziel. Also Leute, haut rein, wir sehen uns das nächste Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece.